Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, ihr seht es glaube ich gar nicht, soll es um was ganz Besonderes gehen. Ich habe mir nämlich zusammen mit der lieben Jackie vom Kanal Jackie's Letter Love, die kennt ihr ja bereits jetzt auch schon, aus dem gemeinsamen Want-to-Read-Video. Gegenseitig haben wir uns ein kleines Tauschpäckchen geschickt und wir haben uns überlegt, dass wir es so ein bisschen unter einem Thema machen wollen. Und unser Thema war jetzt passend, so ein bisschen sommerlich, ein bisschen romantisch, irgendeine schöne Liebesgeschichte. So in die Richtung hatten wir uns als Vorgabe, sage ich mal, oder eher als Orientierung gesetzt. Und ich freue mich schon sehr, es ist da. Es ging auch mega schnell, dass die Pakete ankamen. Ich habe bisher auch nur das einmal kurz mit der Schere aufgeschnitten und noch nicht reingeguckt. Ich möchte das nämlich gerne jetzt mit euch zusammen auspacken. Ich gucke solche Videos irgendwie total gerne selber. Ich weiß nicht genau, was der Reiz daran ist, aber irgendwie macht es sehr, sehr viel Spaß, so die Überraschung zu sehen. Und es hat mir auch mega, mega viel Spaß gemacht, das Päckchen für Jackie zusammenzustellen und zu überlegen, ja, was tue ich denn da rein, welches Buch passt gut, dass es irgendwie so ein schönes Gesamtpaket ergibt. Und wenn euch das interessiert und auch allgemein natürlich, könnt ihr gerne mal bei dem Video von ihr vorbeischauen und auch bei dem Kanal an sich. Ich verlinke das wie immer hinter dem i und unten in der Infobox. Genau, es tut mir sehr leid, ich sehe es gerade, dass das Licht so ein bisschen wieder mal in meiner Brille spiegelt. Das müssen wir versuchen zu ignorieren. Anders ist es momentan lichttechnisch leider nicht möglich. Ich sitze gegenüber von zwei großen Fenstern und die scheinen mir nun mal in die Augen. Okay, aber dann lasst uns mal starten. Ich bin schon ganz gespannt, welches Buch sie für mich ausgesucht hat. Okay, also wenn man das Paket aufmacht. Ich habe mir diesmal extra einen Stuhl genommen, dass ich das alles auf meinem Schoß machen kann. Sieht man erstmal so eine schöne Karte. Was kostet es eigentlich, Träume wahr werden zu lassen? Mut. Einfach nur Mut. Richtig, richtig schön. Ich mag solche Sprüche. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, sieht man das in dem Bild? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe hier oben auch einen Spruch in dem Bilderrahmen. Warte, so kann man es vielleicht sehen. Und auf dem steht auch drauf, Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Also, ich mag solche motivierenden Sprüche sehr gerne. Ich schau mal kurz, was hier steht. Achso, Spoiler-Card, okay. Dann lese ich das vielleicht doch erst zum Schluss. Gut, dass du es drüber geschrieben hast. Ich habe versucht, in meiner Karte extra nichts zu schreiben, was da drin ist. Okay, und dann sieht man ganz viel Zeitungspapier. Ich gucke mal einmal. Ich passe jetzt so ein bisschen auf, weil Jackie mir erzählt hat, dass sie die Sachen auch in Geschenkpapier eingepackt hat. Nicht, dass ich irgendwas hier auf den Boden schmeiße. Das wäre ja ein bisschen schlecht. Ach, guck mal, kommen direkt so ein paar Teebeutelchen mir entgegen. Minze Cassis mit kaltem Wasser. Ich riech mal dran. Oh ja, das riecht richtig gut. Ich trinke im Sommer wie im Winter. Wahrscheinlich hast du es ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, wahrscheinlich hast du es dann dir behalten. Ich trinke im Sommer wie im Winter sehr, sehr gerne Tee. Im Sommer auch meistens, also auch heißen, aber auch kalten, dass ich mir selber sozusagen Eistee mache, aber mit ganz normalen Teebeuteln. Und richtig cool, dass der sogar dafür gedacht ist, also mit kaltem Wasser aufzugießen. Ich denke, beziehungsweise so mache ich das auch ganz gerne mit Früchtetee oder so. Auch wenn es ganz normaler Tee ist, dann koche ich den halt und dann lasse ich den wieder auskühlen. Dann haben wir noch japanische Kirschblüte. Das riecht auch sehr gut. Ich mag lieber, glaube ich. Wobei ich mag beides. Ich mag sehr gerne Früchtetee, aber ich mag auch sehr gerne Kräutertee. Genau, und dann haben wir noch Holunderbeere und, ach Gott, ob ich das aussprechen kann. Echinacea. Das riecht auf jeden Fall auch sehr gut. Ich halte das nur einmal dran, falls es irgendjemanden interessiert, weil ich den Namen ja nicht aussprechen konnte. Sehr cool. Also Tee ist immer gut voran. Und dann, ach, das ist sogar jetzt beschriftet. Hier ist nochmal. Tatsächlich, sie hat
Die beschriftet die Päckchen. Okay, also hier steht Nummer 1 drauf. Deswegen fange ich damit einfach mal an. Das ist auch das Buch, würde ich mal sagen. Wow, Sherlock Holmes hier. Und ich bin ganz, ganz aufgeregt. Es ist irgendwie, weiß ich auch nicht, es ist was Besonderes, wenn man sich das nicht selber vorher rausgesucht hat, sondern ja, jemand anders sich so Gedanken darüber gemacht hat und keine Ahnung. Wie Jackie in der Karte auch schon geschrieben hat, das ist ja auch mein erstes Tauschpäckchen. Und so. Ich bin leider ein furchtbar, furchtbar schlechter Auspacker. Wo ist denn hier? Hier. Also ich bin ganz, ganz super langsam. Mal gucken, ob ich das vielleicht im Video dann vorspule oder nicht. Und, ach, ich glaube, ich weiß sogar schon. Ich weiß, glaube ich, sogar schon, was es ist. Wenn ich nicht richtig liege. Das ist natürlich jetzt. Okay, ich hole es erstmal ganz raus. Warte, Müll ist alles auf einer Seite. Genau, viel Spaß mit Leon und Tiffy. Den Sinn der Post-its erfährst du im Buch. Also, es ist. Warte, ich mach das mal runter. Es ist das Buch Love to Share von Bethany O'Leary. Ich freue mich sehr. Weil, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber also nicht doof, aber wir haben uns ja extra Fotos hin und her geschickt von unserem Bücherregal, also welche Bücher wir schon hatten. Aber da waren natürlich nicht die Bücher mit inbegriffen, die ich schon mal gelesen habe, aber nicht als Buch mehr hier habe. Und das kenne ich schon. Aber ich mag es sehr, sehr gerne. Also, es ist richtig süß mit dem Post-it. Warte, ich habe ihn hier hinten drauf geklebt, weil das macht halt wirklich richtig Sinn, wer die Geschichte kennt. Also ich kann euch gerne mal einmal den Klappentext hinten vorlesen. Not macht erfinderisch. Tiffy braucht eine günstige Bleibe. Leon braucht dringend Geld. Warum also nicht ein Zimmer teilen, auch wenn sie einander noch nie begegnet sind? Eigentlich überhaupt kein Problem, denn Tiffy arbeitet tagsüber, Leon nachts. Die Uhrzeiten sind festgelegt, die Absprachen eindeutig. Doch das Leben hält sich nicht an Regeln. Das klingt jetzt schon wieder so gut und ich hatte auch schon richtig lange überlegt. Oh, ich glaube, das Zeitungspapier hat ein bisschen abgefärbt. Egal, ist nicht so schlimm. Ich hatte auch schon richtig lange überlegt, ob ich mir das nochmal besorgen soll, weil ich fand es damals, ich habe das vielleicht vor 1,5 Jahren oder so, wann ist es rausgekommen? Ich habe das gelesen, als es rauskam. 2019, ja, okay, dann war es ungefähr vor einem Jahr. Und ich habe es geliebt. Ich fand das so witzig mit diesen. Ja, wie diese zwei Leben aufeinander trafen. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich freue mich sehr, das dann doch mal zu erkunden und es tatsächlich auch bei mir stehen zu haben, weil ja, es ist ja ein Highlight von sehr, sehr vielen und ich fand es damals auch echt richtig, richtig gut. Irgendwas auch mal hinter mich, das sieht immer so unförmig aus, wenn ich das hinter mir da irgendwo hin platziere und jetzt hier auch noch mit dem Ton unter mir. Aber er läuft noch. Okay, dann machen wir weiter. Mit Päckchen Nummer 2. Sieht ja auch mal so schön drauf mit diesen schönen Aufklebern. Das auch mal einmal auf. Also ich kann euch das Buch auf jeden Fall schon sehr empfehlen. Also ich werde es natürlich jetzt nochmal lesen und wer weiß, ob sich meine Meinung dann nochmal verändert. Aber wenn ich jetzt rückblickend das noch bewerten müsste, wäre es, glaube ich, schon ein 5-Sterne-Buch aus meiner Erinnerung heraus. Mal gucken, wie es mir dann tatsächlich am Ende gefällt, wenn ich es nochmal lese. Ein Buchumschlag. Wie cool ist das denn? Ich packe das mal einmal ganz. Ach, das kann man auch so schon gucken. Ach, wie witzig. Ja, ich habe von sowas auch schon mal was gehört. Ich guck mal, wo man das hier auch machen kann. Dass es sowas gibt. Und das ist ja wahrscheinlich für Taschenbücher. Auch nicht verkehrt, die irgendwie in einer gewissen Art und Weise zu schützen. Ach, und wie cool, dass es dann auch noch so, das hat noch so ein eingebautes Lesezeichen. Richtig witzig, ja. Bin ich mal gespannt, welche Bücher da alle so reinpassen. Das ist ja schon recht, also eher für Taschenbücher, glaube ich, gemacht. Aber richtig, richtig süß und auch praktisch dann. Wobei, vielleicht passt hier sogar. Ja, das Buch passt da sogar wahrscheinlich rein von der Größe her. Wie cool, dann werde ich das auf jeden Fall so lesen. Jetzt gerade lese ich
Someone Else von Laura Kneidl. Und das ist ja zum Beispiel als Taschenbuch ein bisschen größer. Das passt da dann ja wahrscheinlich nicht rein. Aber mal gucken. Dann haben wir noch ein drittes. Ach Gott, das ist wunderbar. Das ist jetzt schon viel zu viel. ich rate, dass es ein Lesezeichen ist, so von der Form her. Ach, und richtig, richtig witzig. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Aber das von der Zeitung... dieser Vogel genau hier zu sehen ist. Oh, richtig cool. Ich pack's jetzt mal aus. Ich weiß nicht, wer diesen einen Tag, den ich gemacht habe, zu den Lesegewohnheiten gesehen hat. Der weiß, dass ich keine Lesezeichen bis jetzt besitze, sondern immer nur so Schnipsel nehme. Aber vielleicht verändert sich das ja. Wie cool, Lesezeichengarten. Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt. Das sieht richtig, richtig schön aus. Warte, ich packe das auch mal ganz aus, weil sonst blendet euch das vielleicht. Ach, und das hat sogar, das habe ich schon bei ganz vielen gesehen, mit diesem Gummiband drumherum. Warte, dann brauche ich die Verpackung doch nochmal. Vielleicht oute ich mich jetzt als sehr dumm, aber ich könnte mir das immer... Ja, genau, man macht das in die Mitte und dann kann man das Gummiband... Wahrscheinlich ist das von euch jeden für sinnvoll. Aber so an den zwei Seiten und hier ist dann die Buchseiten dazwischen. Richtig, richtig hübsch. Auch die andere Seite mit der Blume. Ich mag Blumen und Garten und so sehr, sehr gerne. Wir bauen auch, also ich hier ja nicht in meiner kleinen Wohnung. Wir haben zu Hause auch einen riesigen Garten und meine Eltern bauen da immer ganz viel Obst und Gemüse selber an und so. Richtig, richtig cool. Und auch, dass das grün, ach, wunderschön. Ja, vielleicht wird das dann doch jetzt doch mal mein Lesezeichen. Mal gucken. Vielleicht kann ich mich da ja doch noch umgewöhnen. Wer weiß das schon. Und dann haben wir hier noch ein kleines viertes Päckchen, Nummer 4. Und dann ist der Karton auch leer. Ich stelle den auch schon mal auf den Boden ab. Es tut mir voll leid, aber ich bin richtig paranoid geworden, seitdem das hier einmal nicht aufgezeichnet hat, der Ton. Genau, dann packe ich das auch noch mal einmal aus. Ach, das macht richtig viel Spaß, so ein Tauschpaket. Mal gucken. Oh, das sind Kleinteile. Wie witzig. So verschiedene besondere, oh, ihr könnt das gar nicht sehen, so, wie heißen die? Büroklammern. Das ist nicht wichtig, das ist am besten zeige. Und noch ein paar Post-its, das passt dann auch richtig gut zu dem Buch. Ich rutsche mal einmal näher ran, dann könnt ihr mich nicht sehen, aber... So, da gibt es einmal so ein Herz. Ein Kleeblatt, würde ich sagen, ist das. Noch ein Herz, das hatten wir ja gerade schon. Noch ein Kleeblatt. Und ich würde sagen, das ist noch ein Fahrrad. Davon gibt es auch zwei. Richtig schön sind die. Die kann man wahrscheinlich auch gut so als Lesezeichen an irgendeine Ecke vom Buch machen. Wobei ich weiß nicht, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen zu sehr Abdrücke hinterlässt, wenn man dann von oben noch was anderes auf das Buch draufpackt. Genau, dann schaue ich jetzt noch kurz, was bei der Karte steht. Ach gut, dass ich rechtzeitig aufgehört habe zu lesen. Love to Share ist direkt das Erste, was hier dann steht. Ja, genau, Büroklammern. Ja, Spoiler-Card. Es ist alles vollständig. Vielen, 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 vielen Dank auch nochmal jetzt auf diesem Weg. Also ich werde mich gleich auch nochmal anders bei dir melden. Aber es hat mir mega Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, nochmal in die Welt von Leon und Tiffy einzutauchen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie mir das Buch beim zweiten Mal, wobei vielleicht, ich glaube, ich habe es sogar zweimal schon gelesen, beim dritten Mal lesen nochmal gefallen wird. Und ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Wir können sowas sehr gerne nochmal machen. Ich hoffe, euch hat das Video auch ein bisschen Spaß gemacht und es war nicht zu langweilig, mir beim Auspacken zuzuschauen. Ich kann das manchmal... nicht so rüberbringen, wenn ich mich stark freue. Ich hoffe, es hat euch irgendwie unterhalten. Und dann würde ich sagen, war es das von diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!